Münchens Radlerinnen und Radler können sich freuen. Der Altstadtradlring wird weiter ausgebaut. Das hat der Mobilitätsausschuss heute beschlossen. Eine Besonderheit: Für den Abschnitt zwischen der Brienner und der von der Tannstraße wird ein Gestaltungswettbewerb für den Umbau ausgeschrieben. Jeder kennt die Situation vor der Feldherrenhalle, da beim Hofgarten. Da sind einfach zu viele Fußgänger und Radfahrer unterwegs, die sich in die Quere kommen. Wir wollen, dass man später mal hier gut gehen kann, gut radeln kann, dass aber auch die Leute ihre Taxis erreichen, ihre Busse erreichen. Und all das unter einen Hut zu bringen, hat uns die bisherige Planung noch nicht überzeugt. Und wir wollen uns von außen Ideen holen, wie man hier diesen Platz optimal gestalten kann. Das Ziel des Radlschnellwegs in Richtung Norden: breitere Radwege und mehr Grün, dafür weniger Platz für Autos. Das gefällt nicht jedem. Die Stadtratsmehrheit aus Grünen und SPD hat heute etwas beschlossen, ohne abzusehen, was es für die angrenzenden Stadtviertel bedeutet. Und sowohl das Mobilitäts- als auch das Baureferat sagen uns ganz klar, es wird massive Einschränkungen und Verkehrsverlagerungen geben. Wir hätten uns mehr gewünscht bei dem Thema Parkplätze, das sage ich ganz offen. Aber da werden wir jetzt nochmal Vorschläge machen und einbringen und auch zur Diskussion stellen. Im Sommer 2022 soll der Ausbau des Altstadtradlrings vom Lehnbachplatz bis zur Brienner Straße beginnen. Danach erst ist der Teil dran, der vom Gestaltungswettbewerb betroffen ist. Die Gesamtkosten liegen im zweistelligen Millionenbereich. Dieses kurze Stück wird insgesamt über 22 Millionen Euro kosten, die heute eingebrachten Änderungsanträge noch gar nicht eingerechnet. Und da muss man sich schon fragen, ob in der Zeit, in der die Stadt eigentlich für nichts Geld hat, ob das jetzt angebracht ist. Ich sehe es als eine massive Verbesserung, dass wir für die Aufenthaltsqualität, für die Stadtgestalt hier eine Verbesserung schaffen. Wir werden für den Fußverkehr, ich habe es eben schon gesagt, und den Radverkehr hier deutliche Verbesserungen bringen. Das ist aus meiner Sicht gut angelegtes Geld, dass wir die Qualität der Erreichbarkeit der Altstadt deutlich verbessern. Für die Verwirklichung der Pläne fehlt nur noch die Zustimmung der Vollversammlung.